wohl kaum einen Fluss, dem seit den Anfängen der Fotografie vor rund 180 Jahren derart viele Fotos gewidmet wurden wie dem Rhein. Der für Deutschland so identitätsstiftende, von Mythen und Sagen umrankte Strom hat eine unvergleichliche fotografische Rezeptionsgeschichte. Mit seinem meandernden Verlauf, den schroffen Steilhängen, den pittoresken Aussichten auf trutzige Burgen, mit den herrschaftlichen Schlössern und zertrümmerten Ruinen bietet er seit Jahrhunderten eine Überfülle an ästhetisch reizvollen Blickpunkten. Um die meistbefahrene europäische Binnenwasserstraße und zentrale Handels- und Kulturachse Europas entfachten sich zahlreiche Konflikte und Kriege. Noch viel häufiger aber führte er Menschen zusammen. Aus dem nahezu unerschöpflichen Fundus an künstlerischen Werken zum Rhein stechen jene Fotografien heraus, die Robert Häuser von 1961 bis 1965 entlang des Oberrheins schuf. Dabei entstanden meisterliche Aufnahmen von Burgen, Schlössern und Städten, aber auch vom Berufs- und Alltagsleben in der Stadt und auf dem Land. Sowohl auf deutscher als auch auf schweizerischer und auch auf französischer Seite. Häuser ging es in diesem Langzeitprojekt nicht darum, das Rückwärtsgewandte und Nostalgische einzufangen. Er erforschte wie ein Spurensucher den Gegenstand, die Lokalität, den Ausschnitt, den Standpunkt. Er suchte das Licht und den Augenblick, in dem das innere und das äußere Auge verschmelzen. Die Reduzierung auf das Wesentliche, das Aussparen von Zufälligem, werden Häusers Gradmesser für ein gelungenes Bild. Die Aufnahmen zum Oberrhein-Projekt zeigen keine Postkartenromantik, keine stimmungsvollen malerischen Kompositionen. Die Fotos stellen die Menschen der Region in den Vordergrund und schaffen mit ungewohnten Perspektiven neue Räume. Sie verbinden sich zu einem faszinierenden Kaleidoskop. Sie erweitern den Blick auf das einst Gewesene in bemerkenswerter Weise. Im heutigen digitalen Zeitalter geht von den analog produzierten Bildern der Ausstellung ein besonderer Zauber aus. Gleichzeitig sind sie einzigartige historische Dokumente. Sie spiegeln nicht nur den Aufschwung in Wirtschaft und Forschung der 1960er Jahre wider, sondern sie zeigen auch einen politischen und gesellschaftlichen Wandel. Einen Wandel, der Brücken für ein vereintes Europa langsam wachsen lässt.